Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne mal meine Ausbeute aus meinem Maybelline Adventskalender zeigen. Ich weiß, es ist schon ein paar Tage her und viele Leute, die haben das auch so gemacht, dass sie Adventskalender genommen haben und geplündert haben, dann euch gezeigt haben und das finde ich ein bisschen crazy, ehrlich gesagt. Und ich habe mir vorher auch kein Video angeguckt, was in dem Maybelline Adventskalender drin ist. Habe auch nicht auf die Rückseite geguckt, weil ich mich halt ein bisschen überraschen lassen wollte. Und jetzt habe ich hier so eine kleine Verpackung voll mit schönen Sachen und würde euch ganz gerne einmal zeigen, was quasi bei mir neu einziehen durfte. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem kleinen Video. So, kleines Video, weil ich glaube, so lange brauchen wir nicht. Wobei, es sind ja 24 Teile. Wenn ich wollte, könnte ich eine riesenlange Geschichte zu jedem Teil erzählen. Will ich aber gar nicht. Ich will das nur ganz kurz mal eben für euch vorstellen. Es gibt so ein paar Werkzeuge, sage ich mal, so ein paar Non-Make-Up-Products. es gab einmal diesen Beutel. Das ist einfach so ein kleiner Beutel mit einem Reißverschluss. Ist durchsichtig. Ich glaube, das ist praktisch, wenn man reist, weil man ja nur eine gewisse Menge an Flüssigkeiten mitnehmen darf. Das finde ich ganz praktisch. Aber auch so werde ich den auf jeden Fall für irgendwas gebrauchen können. Beutel kann man ja nie genug haben. Dann war ein Make-up-Schwämmchen dabei. Das ist rosa und schlicht und ja. Hat keine glatte Seite hier oben. Normalerweise kenne ich das so, dass es halt auch so eine glatte Seite teilweise hat. Das ist einfach nur so ein Ei. Ist völlig in Ordnung. Kann man auch nie genug haben. Und dann, also ich zähle das auch mal als kein Make-up-Produkt. Und dann gibt es noch zwei weitere. Einmal einen kleinen Spiegel, den habe ich hier auch noch in der Verpackung. Kann ich mal kurz rausholen. Das ist einfach so ein, ja, kleiner, normaler, aufklappbarer Spiegel. Fühlt sich ein bisschen billig an, finde ich. Und ist für mich persönlich total überflüssig, weil ich niemals so kleine Spiegel benutze. Ich schminke mich immer vor meinem normalen Spiegel, mit meiner Beleuchtung halt. Und ja, aber mal gucken, was ich damit Schönes anstelle. Und dann gibt es eine kleine, schöne neue Feile. Die finde ich ganz praktisch. Also erstmal, weil sie so klein ist und von den Farben her finde ich die super. Und ja, die kann man auch gut gebrauchen. Ich glaube, dann könnte eine meiner Nagelfeilen durchaus auch mal. Ich habe nämlich so Feilen, die ich schon seit 100 Jahren habe gefühlt. Und wo ich immer denke, ah, naja, aber ich glaube, ich kann vielleicht mal einen aussortieren. So, dann gehen wir mal über zu Produkten, die ich, glaube ich, ganz gut finde. Nagellack war viermal im Adventskalender. Und zwar insgesamt diese vier Farben. Ich werde euch die alle einmal vorstellen. Das sind alles die Farben, ich muss mal kurz gucken, genau, von Color Show 60 Seconds. Einmal die Farbe 357. Das ist so ein, das kann man natürlich hier jetzt nicht so gut erkennen, das sieht ein bisschen aus wie schwarz. Das ist ein sehr, sehr dunkles Rot-Braun, sage ich mal. Also, ja, Burgunder. Gut erklärt, Alex. 357 Burgundy Kiss heißt diese Farbe. Und ich bin sehr gespannt, wie das auf den Nägeln aussieht. Das ist wirklich, glaube ich, so ein Herbst-Winter-Ton. Muss ich jetzt die Tage wohl mal drauf machen, schätze ich. Ich glaube, das ist zu viel für den Sommer. Aber im Sommer ginge dieses hier. Das ist was, was das ganze Jahr geht, glaube ich. Das ist Nummer 31 Peach Pie. Und ja, ist total niedlich. Ich bin sehr gespannt, wie gut die Deckkraft ist von diesen Farben. Gerade auch bei dieser Farbe. Lasse ich mich mal überraschen. Dann gibt es noch diesen Blackout 677. Ich schätze mal, dass es schwarz ist. Also ja, das ist ein schwarzer. Den werde ich aber noch eine Weile, zulassen und nicht ausprobieren. Ich habe noch ein oder zwei schwarze, die ich mir mal so im Laufe des letzten Jahres gekauft habe. Die werde ich erst mal anfangen. Und dann kommt der hier an die Reihe. Und dann habe ich noch ein schönes, sattes Rot. Und das ist die Farbe 353 Red. Sehr aussagekräftig. Es ist einfach rot. Rot ist praktisch, rot ist immer gut, wenn man es da hat. Man hat ja doch mal so Kleidungsstücke, wo man sich sagt, oh geil, wenn ich das schöne Kleid anziehe, möchte ich gerne rote Nägel haben. Und ja, werde ich jetzt aber auch noch nicht aufmachen, weil ich auch von Essie
Und von, ich weiß gar nicht genau, irgendeiner anderen coolen Marke, Nagellack noch in Rot habe und ich will das erstmal ein bisschen aufbrauchen. Ich muss erstmal ein bisschen alten Nagellack wegbekommen. So, aber diesen Burgunderton hier, den werde ich auf jeden Fall ausprobieren, die Tage. Ich habe jetzt im Moment übrigens gar nichts drauf, wie so oft. Wir arbeiten da dran. Dieses Jahr arbeiten wir da dran. So, dann habe ich hier ein Lippenprodukt. Das ist dieses hier. Baby Lips Cherry Me. Ah, ich weiß noch nicht genau, ob ich das auspacken werde. Es kann auch sein, dass ich einige dieser Produkte mit in eine kleine Verlosung packe. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich mal gucke, wie viele Deos der Mann letztes Jahr aufgebraucht hat. Beziehungsweise wie viele in diesem Video auftauchen werden. Ich glaube, das Video lade ich nächste oder übernächste Woche oder so für euch hoch. Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja, derjenige, der da die richtige Zahl getippt hat oder am nächsten dran ist an der richtigen Zahl, der kriegt eine Kleinigkeit von mir zugeschickt. Und vielleicht mache ich da einfach ein kleines Päckchen draus und packe dann Produkte wie dieses damit zu. Es ist auf jeden Fall Baby Lips Cherry Me. Und ich bin nicht so ein Fan davon, wenn das so einen dollen Geschmack hat. Beziehungsweise hatte ich mal dieses Produkt auch in einer anderen Sorte und fand es nicht so geil. Deswegen kann es sein, dass ich das vergebe. Wir schauen einmal. So, dann haben wir hier von Maybelline einen Eye Make-up Remover, also einen Augen Make-up Entferner. Finde ich ganz praktisch in so einer kleinen Buddel, ist so eine schöne Reisegröße irgendwie. Werde ich, glaube ich, jetzt noch nicht so nebenher aufbrauchen, sondern werde ich mir in meinen Kulturbeutel packen. Wenn man dann irgendwann mal wieder reisen darf, finde ich das praktisch, wenn man halt einfach so was Kleines zum Abschminken dabei hat und nicht immer so ein großes Micellenwasser oder so. Von daher, ja, ist das sehr praktisch. Dann haben wir hier noch zwei Lippenprodukte. Und zwar zweimal Lippenstift. Einmal in der Farbe 373 Move For Me. Ja, Move For Me. Also so ist es. Richtig schön sieht es aus. Ich glaube, das ist auch eine richtig angenehme Farbe für mich. So neutral, die man relativ häufig tragen kann. Und dann haben wir die Farbe 338 Midnight Plum. Das ist natürlich ein bisschen, ja, dunkler. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen kräftigeres Make-up tragen oder den restlichen Look halt entsprechend auch haben, damit es schön zur Geltung kommt und es nicht so krank aussieht nach blauen Lippen. Jetzt im Moment sind meine Lippen so ein bisschen kaputt, deswegen habe ich jetzt heute auch nichts drauf gemacht. Sonst hätte ich gerne einen davon schon drauf gemacht, um euch den zu zeigen, aber nope, im Moment nicht. So, dann haben wir hier zwei runde Produkte. Einmal den City Bronzer Medium Cool 200. Der sieht so aus. Ja, Bronzer ist ja bei mir so eine Sache. Das benutze ich ja niemals eigentlich. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich das behalte oder ob ich das vielleicht weitergebe. Genauso wie dieses Produkt. Also ich freue mich total über viele dieser Produkte, aber halt einige, ja, die brauche ich nicht. Es ist dieses hier, der Matte Maker Mattifying Powder in 20 New Beige. An sich eine nette Sache, aber ich benutze es halt nicht. Ich benutze gar kein Puder. Und deswegen werde ich mal schauen, dass ich das an jemanden weitergebe, der sich da mehr darüber freut und mehr damit anfangen kann. Dann haben wir ja zwei Produkte, die werde ich definitiv benutzen. Da freue ich mich schon drauf. Face Studio Prime Illuminating Primer. Dieser rosane 20, 10 ml. Und Face Studio Prime Hydrating Primer Nummer 50. Also so. So sind die beiden. Da freue ich mich schon drauf, die zu probieren. Und bin sehr gespannt, wie die sich so verhalten. Also der eine ist feuchtigkeitsspendend, ne, und der andere ist so ein bisschen Highlighting Primer. Mal gucken. Bei Primer bin ich ja immer recht offen. Was haben wir dann? Wir haben hier noch so Stifte. Und zwar einmal einer, auf den ich mich sehr freue und von dem ich hoffe, dass er sehr gut ist. Das ist der Brow Ultra Slim. Der hat auf der einen Seite ist er so, dass man ihn auch ein bisschen rausschieben kann. Und er ist sehr dünn.
ultra slim halt. Und auf der anderen Seite hat er so ein Bürstchen, aber ob ich das jetzt brauche, das gucke ich mal. Aber ich bin sehr gespannt auf die Farbe, weil die Farbe ist nämlich Medium Brown und es könnte meine Farbe sein. Das heute ist ja jetzt wieder ein bisschen sehr dunkel geworden oder der Rest von meinem Make-up zu hell oder wie auch immer. Ich habe auch kein richtiges Make-up drauf, ich habe nur hier ein bisschen Concealer und so ein Kram. Aber an sich finde ich so einen Farbton ganz, ganz interessant. Deswegen freue ich mich. Dann habe ich hier Color Sensational, so. Ein Lip Liner in der Farbe. Kann ich euch nicht sagen. Rot. Für mich ist es einfach rot. Ah, hier. 90. Brick Red. Also 90. Könnte. Ach so. Ich wollte gerade sagen, könnte ganz gut hierzu passen, aber das ist ja Nagellack. Ich gucke mal, ob ich vielleicht einen Lippenstift in dieser Farbe habe. Oder so ungefähr. Also, es ist auf jeden Fall ein schöner Rotton. Gucken wir mal. Dann habe ich hier einen Kohl-Eyeliner oder so einen Kajalstift. Das ist einfach ein schwarzer Kajalstift. Den kann man immer gebrauchen, finde ich total klasse. Ich habe ja gerade ein Aufbrauchprojekt und versuche den von Douglas mit diesem Herzlidschatten aufzubrauchen, beziehungsweise halt einfach mal radikal zu benutzen. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich dafür brauche. Von daher wird der hier erstmal in der Schublade liegen, bis man ihn irgendwann braucht. Aber sowas sollte ich immer da haben. Ich bin seitdem ich mich schminke, glaube ich, seitdem ich das erste Mal Schminke benutzt habe, bin ich ein riesengroßer Kajal-Fan. Und benutze den halt immer auf der unteren Wasserlinie. Ja, so einer bin ich. Ich weiß nicht, ob das doll 90er ist, aber so mache ich es halt. Und dann habe ich ja noch Hyper Precise All Day Liquid Eyeliner oder Liquid Liner. Das ist dieser hier. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich verhält, ob der genug Produkt abgibt oder ob der irgendwie schmiert, wie man. Also der ist relativ klein. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass man den gut halten kann. Ich benutze ja nicht so oft Eyeliner, aber wenn, dann möchte ich halt, dass er funktioniert. Und der Grund, warum ich nicht so oft Eyeliner benutze, ist eigentlich, weil ich bisher noch nicht den perfekten gefunden habe. Aber mal gucken, ob es damit etwas wird. So, und dann haben wir noch drei Produkte und zwar dreimal Mascara. Total crazy. Ich habe irgendwann nur so gedacht, okay, habe ich jetzt nur Mascara? Gut, aber ich habe ja auch viermal Nagellack. Ich habe einmal The Falsies Lash Lift Mascara. Den kann ich mal eben aufmachen. Der ist relativ klein, aber die Bürste finde ich interessant. Die ist so wie so eine 8 quasi. Bisschen dicker, dünner, wieder dicker. Bin sehr gespannt, wie dieses Produkt ist und wie viel Produkt an sich abgegeben wird. Ob das so ist oder gar nichts. Mal gucken. Diese hier soll auch sehr gut sein, habe ich schon oft schon gehört. The Colossal Mascara Black. Da ist es so ein bisschen. Auch verhältnismäßig dick. Mal gucken, ob ich damit klarkomme, dass die so klein sind. Aber ich denke mal. Und dann haben wir noch ein Produkt in Originalgröße. Größe. Lash Sensational Full Fan Effect. Und das ist. Damit weiß ich nicht, ob ich mit der Bürste zufrieden bin. Das ist diese Bürste, die so ein bisschen geschwungen ist. Ich hätte da gerne, glaube ich, eine komplett runde Bürste gehabt, aber vielleicht ist das ja gut. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte früher von Maybelline immer diesen hellblauen. Der hatte auch diese Form und war irgendwie hellblau. Und den habe ich geliebt. Das war mein erster richtiger Mascara und den fand ich total klasse früher. Den habe ich auch Ewigkeiten gehabt. Ja. Das sind meine neuen Produkte, die jetzt alle neu bei mir einziehen dürfen. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich so verhalten, wie ich so damit zufrieden bin. Wie lange ich damit auskomme, weil, ja, einige Produkte davon sind halt so welche, die ewig bei mir halten, weil ich sie viel zu selten benutze. Aber ich glaube, ich werde mir gleich schön im Anschluss an dieses Video diesen burgunderfarbenen Nagellack erstmal gönnen. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte gerne. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Na? Wem von euch ist aufgefallen, dass es nur 23 Produkte waren?
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier noch ein Produkt liegen habe. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist der oder das Master Precise Curvy. Und es ist auch ein Liquid Eyeliner. Allerdings in einer ganz merkwürdigen Form. Der ist so. Weiß ich auch nicht. Da bin ich äußerst gespannt. Ich denke mal, man kann so, also wenn man ihn gerade hält, kann man was Dünnes ziehen. Und wenn man ein bisschen dicker sein will, dann kann man den so halten, weil der halt, wie gesagt, so ein bisschen dicker da wird. Ich bin äußerst gespannt. So, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Der kommt mit weg. Jetzt aber. Schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.